und was man von krassen Mistakes hält. Ne? Das wissen wir ja auch. Nein, Quatsch. Jetzt müssen wir eigentlich erstmal ein bisschen hier den Boden machen. So, das heißt, ich mache jetzt erstmal Zeug. Also, wir machen jetzt erstmal das hier. Das hier kommt sowieso gleich weg. Und wir machen nochmal dasselbe. So. Jetzt tue ich diese Sachen jetzt ungesehen, was auch immer. Tue ich die jetzt erstmal hier rein. Wir haben mittlerweile zwei Betten, weil wir hier eins aufstellen müssen. So, und jetzt machen wir als erstes mal hier den Boden rein. Ne? Weil wir es können. So, damit das hier mal ein bisschen nach einem Haus aussieht. Und wir dann auch entsprechend mal darauf rumlaufen können. Fantastisch, oder? Also auf Holzboden rumlaufen ist schon... Boah, krass, oder? Da hat er sich schon was ausgedacht, der Smeagol. Boah, Mann. Was ein geiler Styler, ne? Da weiß ich noch nichts mit anzufangen. Mal gucken. So. Jetzt haben wir hier erstmal so ein bisschen wenigstens schon mal. Da müssen wir noch gucken, was wir da an der Ecke machen. Hier. So. So. Dann weiter geht's. Und dann sortieren wir natürlich, also danach sortiere ich die Kiste in mehrere Kisten. Wir werden natürlich jetzt zwei nur machen und die restlichen Sachen kommen bei uns in den Keller. Oder oben neben das Bett, also im Obergeschoss dann praktisch neben das Bett oder sowas. Ja, genau. So, hier müssen wir mit dem Kram natürlich eigentlich gucken, aber das machen wir jetzt nicht, weil wir ja keine Lava dahin machen. Also nochmal für die Leute, wir machen Kamin, den Kamin kann man aber nicht mit Lava ausstatten, weil man sonst den Boden hier und dieses abfackelt, dann fackelt das ganze Haus ab. Deswegen, das geht in dieser Version nicht, man muss mindestens 4 Platz lassen, dann müssten wir unser Haus komplett anders bauen und aus Stein bauen. Vielleicht haben wir auch Pech mit 4, da das trotzdem brennt. Der Boden ist der nächste, der Boden wird auf jeden Fall dann abfackeln und das heißt, wir können hier keinen Kamin mit Lava bauen. Deswegen können wir das Holz, den Holzboden auch bis daran ziehen. So, das war eigentlich schon die ganze Geschichte. Jetzt machen wir uns nochmal eben kurz nichts mehr, weil ich muss erstmal Holz holen. Wo ist Holz? Da ist Holz. Kiste haben wir noch, eine. Und noch eine? Ja, wir haben noch eine. Guck mal, brauche ich gar keine Kiste sonst machen. Die steht jetzt erstmal da und die andere steht hier. Erstmal. Ja, ich stelle die jetzt einfach erstmal hier hin. Und zwar kommen hier die Steine rein. Und das hier kommt alles raus. Brote kommen raus. Da kommt das rein. Das kommt rein. Das kommt raus. So, wir können schon mal Folgendes machen. Das hier und das hier mitnehmen. Genau, warte mal. Der steht auch nur vorübergehend jetzt erstmal hier, ne? So, wir machen uns hier unser Zeug. Dann, da ist Kobbel. Kobbel kommt hier hin. Dann machen wir hier neben, machen wir das. Die kommt hier rein. Kobbel kommt dahin. Das kommt hier rein. Die kommen weg. Das kommt hier hin. Essen kommt hier hin. Das hier ist Färbestoff. Holz kommt raus. Das kommt raus. So, da tun wir erstmal jetzt hier rein. Also, hier kommt Holz rein. So, die Sachen. Hier unten das andere Holz. Färbemittel und sonstiger Kram. Das kann hier irgendwo hin. Warte mal. Doch, hier oben. Und Essen kommt hier unten rein. So, ne? Und ich würde schon fast sagen, dass wir zwei hier lassen. Genau, so. Das kommt hier rein. Dies kommt hier rein. Da können wir auch oben eine Kiste langsamer machen. Saplings. Redstone kann hier rein. So. Die Gartenhacke kann hier rein. Dann würde ich sagen, das kann hier rein. Dann das, die Gartenhacke. Die Hacke, die kommt hier hin. Das kommt hier rein. Das kommt weg. Das kommt weg. Lapis Lazuli kommt weg.
Wir können mal ein Bett aufstellen auch, ne? So langsam. Lapis. Die Gartenhacke. Die kommen hier hin. Strings kommen hier oben in die Ecke. Das brauchen wir sofort. Das kann hier hin, an die Seite. Wir machen mal unser Bett irgendwo hin hier. Und zwar schlafen wir mal hier so, ne? Oder? Das ist schon ganz gut, oder? Ja, finde ich. So, jetzt können wir Folgendes machen. Also, wir haben hier schon Kuckel. Wartet. Oh. Okay. Soll uns nicht weiter stören. 1, 2. Schuhe. We've got boots. And these boots are made for walking. La, 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 da, da, da. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt singe. Es ist gar nicht wirklich ein gutes Lied. Und dann nehmen wir noch eins mit. Das ist unser normales Zeug. Dann können wir mal hier reingucken. Da haben wir noch Erde. Dann das andere Zeugs. Das können wir mal wegmachen. Weg. Stonies. Stonies sind... die können wir mal... Ja, da wird noch mehr Kobbel. Stonies machen wir hier. Gravel machen wir hier. Machen wir Sandstone in die Ecke. Den machen wir oben. Sandy und das da. Und Wool kommt weg hier. Flintens, Flovers, Saplings, Brett. Der Brett Pit. Es tut mir so leid. Der liegt einem dann auf der Zunge und dann liegt der rum und dann wird es Schal im Mund. Und dann muss man sagen, der Brett Pit. Ich weiß, das ist ein uraltes, aber das ist so, das kommt aus einem rausgefallen. Auf einmal kommt dieser Mist rausgefallen. So, Wolle, Eier ist so wie Essen. Das tun wir mal hier unten hin, ist ja egal. Dann anderes Holz. Das ist super, oder? Dann brauchen wir noch den Kram für neue Hacke. Also, wir machen neue Hacke. Also einmal Hacke mit dem Kram, damit wir die neu haben. Die hier kommt dahin. Also die kommt dahin. Die kommt hier hin. Die machen wir jetzt erst auf. Dann brauchen wir... Nein, haben wir nicht. Warte. Möppel, Möppel, Möppel. Einmal Koblei. Koblei. Einmal das. Zwei davon. 1, 2. So, einmal die als Ersatz und einmal die als Ersatz. Kobbel nehmen wir auch mal ein bisschen mit. Dann 1, 2, 3. Verzauberungen gibt es hier nicht. Ach so, geht ja gar nicht. Warte mal. Moment. Ich brauche mal ein paar mehr. Warte mal. So. Und zwar so brauchen wir das. Genau, 1, 2, achso, ne, die, 1, 2, 3, einmal die und das Wichtigste, das Allerwichtigste, ha, Hosho, gut, wir kommen hier mit Eisenschwert, brauchen wir nicht mehr, wir sind die Diamond Pickaxe Geschichte hier, wir machen... damit natürlich jetzt weiter auch gleich dann, wenn die fertig ist hier, die Eisen, die nehmen wir dann nicht, sondern das, ne, also die können wir dann eigentlich, naja, einmotten hier, also, ne, so machen wir das und wir werden uns auch nochmal eben gucken, das ist alles geklärt, wir werden uns auch nochmal dann, bevor wir Zeug holen hier, ne, also Sand holen, wir brauchen ja Sandstein ganz viel, werden wir da auch noch mal ein bisschen nachlegen. Genau, lass uns da mal eben. Eine können wir schon mal. Wir können ja, obwohl wir können das Zeug auch mitnehmen. Das, ne? Das ist jetzt, also, gut. Lass uns den Kram jetzt eben fertig machen hier.
So, und wir sollten hier mal ein bisschen mehr Licht machen, weil wir es können. So, dass wir ein bisschen Licht haben hier. So, ne? Ja, würde ich sagen. Das ist schon ganz gut. Also, wir gucken die Sonne nochmal eben an und dann gucken wir nämlich in die andere Richtung mit den Füßen. Obwohl die Füße nicht gucken, aber man sagt das so, ne? Ja, komm, weg damit. Oh, wir kriegen ein großes Haus. Ich weiß auch schon, was wir bauen oben. Also wie wir das ungefähr machen. Wir kriegen eine zweite Etage. Und vielleicht sogar mit Teppich. Also mit Wollteppich. Wenn es den geben sollte. Das weiß ich ja nicht. Ich glaube, den gibt es nur mit Klötzen. Warte mal, wir können mal eben gucken. Ich glaube nicht, dass es Wollteppich gibt schon. Also Teppich gibt es noch nicht. Das ist erst viel später gekommen. Ich wollte nur gucken. Hätte ja sein können, dass man... Nein, Quatsch. Ich wusste, dass es das nicht gibt. Also man muss Wolle, also Teppich dann mit der kompletten Geschichte verbinden. Also ne? Man muss dann ganze Klötze nehmen dafür. Und das werden wir dann auch tun. So. Also, dann sind wir hier doch schon mal ein bisschen weiter gekommen. So, jetzt können wir direkt mal eben hier zählen. Und zwar, also 1, 2, 3. Ha. 1, 2, 3, 4. Warte mal. Ich muss mal eben hier den machen. So, 64 davon. Und 56 davon. Okay, pass auf. Was ich jetzt gerne machen würde, ist folgendes. Also 1, 2, 3, 4, 5 und dann geht's hoch. So. Ja, dann geht's hoch oder runter. Gehen wir hier, wenn wir reinkommen, gehen wir hoch, ne? Ja, genau. Also, das heißt, hier würde es dann in die Richtung gehen, hoch. Und auf der anderen Seite würde es nach 1, 2, 3 runtergehen schon, oder? Auch nach 5. Ah, das reicht, ne? Guck mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, wir machen das so. Oh yeah, funky. Wir haben Platz. Wir leben dekadent. Auf großem Fuße sozusagen. Ne? Ah, warte mal. Meine Nase juckt gerade. Es gibt schon wieder Geld. Immer, also bei uns in der Gegend hier sagt man, wenn die Nase juckt, es gibt Geld. So, ja. Was aber jeder weiß, ist, ja, wenn die blöde scheiß Nase juckt, dann gibt es kein Geld. Kommt keiner vorbei und gibt dir Geld. Warum auch, ja? Ich meine, wäre geil, ja, also wenn jemand kommen würde und würde mir Geld geben, dann wäre, ne, also würde sich, glaube ich, jeder darüber freuen. Aber das passiert eben nicht. So. Okay, also 5 frei. 1, 2, 3, 4, 5. Und die erste ist praktisch der Aufgang. Also, das heißt, hier würden wir hoch. Wir haben, glaube ich, noch keine. Nee, wir haben noch keine gemacht, ne? Nee. Und wir brauchen auch Holz. Wir brauchen tatsächlich Holz. So. 64. Passt. So. Aha, so. Jetzt deuten wir das mal eben an. Also, wir machen hier die Treppe. 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich schon 10-mal gezählt. Also von daher. Und hier würde es natürlich genau an derselben Stelle nach unten gehen. Na? Geil. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, das heißt, den Kram können wir hier auch mal eben rausmachen. Nur mal so, weil wir es können. Und in der Mitte weiß ich noch nicht, was wir da machen. Aber das hier ist unsere Kellertreppe. Und dieses hier oben, das hier, ist unsere Treppe in den ersten Stock. Na, no.
So macht er das. Und dann kommt da noch ein bisschen Geländer dran und dann haben wir ein wunderschönes, riesig großes Haus, wie ich finde. Also Leute, ne, guckt euch dieses scheiß fucking Haus mal an. So, also, den machen wir hier raus. Wir gehen mal eben hier hin. Wir machen Folgendes. Die nehmen wir mit. Die können wir, ich weiß nicht, was wir mit dem ganzen Kram machen, bis wir den Strand vorbereiten. Ne? Also der Strand wird irgendwann kommen. Das kommt hier hin. Bettchen, die... Okay, Sand kommt dahin. Das nehmen wir mit, habe ich gesagt. Ne? Ich weiß nicht, warum. Warum nehmen wir das mit? Nehmen wir nicht mit, ne? Das ist ja Quatsch. Das nimmt nur Platz weg. Das ist Käsekuchen. Wir tun es mal dahin. Ja, und das Holz tun wir ein bisschen hier hoch. Boah, wir haben ein Dia-Schwert. We are in Dia Heaven. So, und jetzt machen wir das folgendermaßen. Machen wir mal 32 da. Und das bleibt so wie ich. Und dann haben wir dieses. Das Bettchen kommt dahin. Und dann sind wir fast schon fertig. Warte mal. So, und dann machen wir mal hier ein bisschen Power. Bis die, genau, Geschichte so aussieht. Oh, ich find's cool. Me like it. I hope you like it too. Okay, die Schweine, die hier mal drin waren irgendwann, ne? Die sind wieder abgehauen durchs Fenster. Ich lass mal die Tür jetzt auf, damit die hier rein und raus können, weil pff, haben wir ja nichts zu verbergen. Die Deckenhöhe wird übrigens 3. Na, also ich werde hier jetzt nicht eine 4er oder 5er Höhe machen. Ja, mal gucken, wo wir hier auskommen überhaupt. Aber ja, ne, nur mal so am Rande, damit ihr wisst, was auf euch zukommt, worauf ihr euch einstellen könnt. Ich musste noch kurz was trinken. Sollen wir dann vielleicht mal, wir brauchen Sandstein, jede Menge. Sollen wir dann vielleicht mal ein bisschen Sandstein ranholen noch? Wir haben nur 33, wir nehmen mal Sandstein, also Sand werden wir holen und Sandstein und bla bla bla. Da haben wir auch genügend Platz für. Ich weiß nicht, ob wir, ja, sonst können wir eins, so ein Brot können wir ja, ne, bla bla bla. Gut, also der Weg zum Sand, der verläuft hier hinten. Wir sind, oh, guck mal. Na, komm ruhig her. Die nächste Steigerung kommt auch noch, aber wir sind schon fett ausgerüstet. Also, macht einen Bogen um uns. Es ist besser für euch. Ja. Nein, wir sind schon gut ausgerüstet, tatsächlich. Und den letzten Teil vom Weg, den machen wir natürlich jetzt auch noch klar. Ich gehe jetzt mal hier rum, damit wir so überall ein bisschen Zeug hier verteilen. Weil ihr wisst ja, wie das mit dem Licht ist. Das ist so ein bisschen kürzer. Also die Lichtwege sind hier ein bisschen, ne, kürzer. Und, na, also man muss hier öfters mal eine Fackel stellen, damit das funktioniert mit dem Licht. Okay, machen wir hier mal eine hin. So, das hier ist eigentlich schon soweit in Ordnung. Ich glaube, hier haben wir angefangen, ne? Okay, dann machen wir jetzt einfach mal. Den hier. Wo müssen wir überhaupt hin? Wo sind wir? Hier hinter der Ecke oder da drüben? Oder wo sind wir überhaupt? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich weiß das nicht mehr. Ich glaube, lass uns die mal hier so am Rand entlang aufstellen. So, ne? Da oben sind wir. Boah, so weit bin ich gelaufen. Hä? Was stimmt mit mir nicht? Was stimmt mit uns nicht?
Das seid ihr. Nein, Quatsch, ihr seid da nicht schuld. Um Gottes Willen, Leute, zieht euch den Schuh nicht an. Ich bin der Vollpfosten hier, der Gott weiß wo. Wo renne ich denn durch die Gegend hier? Was machen wir? Hier waren wir, ne? Hier haben wir den Kram abgebaut, oder? Ach so, hier haben wir abgebaut. Ja, guck dir das mal an. Guck mal. Die Sweeney Tots hier sind auch schon da. Guck mal. Ich mach mal Folgendes. So, ich mach das mal ein bisschen hier. Ne, so. Und wir müssen aber dann erstmal Schläfchen machen, würde ich sagen. Und zwar hier oben. Hier drauf. Ne? Also. Hier so. Ja, so und einen in die Mitte. So, perfekt. Und noch einen hierhin und noch einen dahin und dahin und hierhin. So, jetzt reicht es aber, ne? Jetzt machen wir, da kommen nämlich dann direkt die ersten Viecher wahrscheinlich. Schnell schlafen. So, wir sind ausgeruht und dann werden wir mal hier ein bisschen Sand, ne? Hallo, hier. Genau, ein bisschen Sand hier, ne, buddeln. Und ich gehe auch mal da vorne ein paar Sandsteine direkt buddeln und ein bisschen Kohle, ne, sehen wir da. Vielleicht ist ja noch irgendwie hinter dem Berg was, da waren wir nämlich auch noch nicht und da gucken wir da mal nach.